Nun ein absoluter Notfall, wirklicher Notfall. Gnadenplatz gesucht. Diese Hunde suchen Gnadenplatz in Deutschland. Das ist zum Glück nur ein Hund aktuell, Tierrettung Portugal e.V. Das sind die Kaya. Oh, ganz hübscher Hund. Alt, oh Gott. Traurigen Augen. Die anflehenden Augen helfen mir. Oh. Mittlere Größe würde ich mal sagen. Schöner Hund, also sie gefällt mir optisch sehr gut. Oh, trauriger Blick. Aber mit dem, was sie angezogen haben, sieht schön aus. Wir haben Weihnachtszeit. Nun kommt das Alter 2011, das heißt, sie ist schon 13 Jahre alt ungefähr. Die Gaia sucht dringend ein Zuhause und nicht nur des Alters wegen Alters. Ihr trauriger Blick zerreißt uns das Herz. Sie hat bis dato nichts Schönes in ihrem Leben erlebt. Im Gegenteil. Wir haben sie aus einem Tierheim übernommen, welches wegen schlechter Haltung der Hunde geschlossen wurde. Ja, es muss die Hölle gewesen, das Tierheim. Wir wissen nur, dass von anderen Hunden angegriffen wurde, dass sie von anderen Hunden angegriffen wurde und ihr Hinterteil so schlimm zerfleischt wurde, dass sie kein Schließmuskel mehr hat. Das heißt, sie verliert unkontrolliert Kot. Ja, wir wissen, dass es sehr schwierig sein wird, aber wir hoffen, dass es irgendwo einen Menschen gibt mit Herz aus Gold, der ihr ein Zuhause gibt. Ihre Lebensgeschichte darf nicht so nicht hier enden. Wir hatten mal unsere Dogge Joyce, die hat in einer Operation, genau, die wurde kastriert. Sie ist aus dem Züchter weggenommen worden und danach ein, zwei Jahr, ein Jahr später oder sowas hat sie auch Urin nicht mehr halten können. Das war nicht schön für uns und auf jeden Fall auch nicht schön für den Hund. Das war eigentlich ein ganz, ganz sauberer Hund und der hat sich immer geschämt. Es war aber handelbar, muss ich ganz ehrlich sagen, und vor allem im Endeffekt, wir mussten, nachdem sie leider dann irgendwann gestorben ist, mussten wir das Sofa wegschmeißen. Kann ich so sagen. Von daher. Aber sonst war immer ein toller Hund, ein Herz wie ein Hass, ein großer Hund. Wenn ich hier die Augen sehe von der Nikaya, was soll ich dazu sagen? Vielleicht findet sich jemand, der einem absoluten Notfall eine Chance gibt, der sich darum kümmern kann, sie pflegen kann. Sie muss wind wahrscheinlich Windeln tragen. Denke ich mal, ja. Ikaya, ich wünsche dir alles Gute, wirklich, dir wünsche ich wirklich alles Gute, dass du vielleicht den Rest deines Lebens noch eine schöne Zeit hast. Ah, die Augen sahen eigentlich alles, ne? Helft mir, ich suche eine Familie. Okay, mein Schatz, ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, wir finden jemand. Tschüss.